Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Ihr seht's ja schon, ich habe offscreen ein bisschen auf unserer neuen Map abgeerntet. Und ja, heute will ich einfach mal auf die Eis-Map gehen. Vor das Inventar ein bisschen leer machen. Ich bin mal gespannt, was mich auf der Eis-Map erwartet. Und natürlich, wenn wir nicht allzu viel Schaden kriegen, Kisten looten. Die Sachen aus der Gras-Map, die ich hatte, habe ich weitestgehend verkauft. Einen Teil habe ich in der Kiste gelassen. Von den Schwertern, wo ich mir denke, ja, geil, die behältst du auf jeden Fall. Genauso wie die Lanze und den Sagittarius-Bogen, die ich noch im Inventar habe. Und ja, wir gucken uns, hier haben wir die halt, oh, wir gucken uns die hier an. Wobei, da gab es eigentlich nicht so gute Waffen. Hätte man vielleicht doch auf die letzte gehen sollen. Scheißendreck. Aber egal, wir gucken sie uns erst mal an, ob wir Damage kriegen und wenn ja, wie viel. So, das Laden dauert wieder ein Weilchen. Das müssten sie eventuell... Oh, no, obwohl es geht. Okay, das sieht schon mal richtig geil aus. Das sieht schon mal richtig geil aus. Was ist das? Lass mich beispielen. Was passiert, wenn man den kaputt macht? Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Meine Güte. Gib mir doch mal Ehe. Ich hab einen Schneeball bekommen. Nice. Und was ist das hier? Okay, die Map gefällt mir jetzt schon. Aber no risk, no fun. Wir gehen auf die Level 51er Map. Denn ich will neue Schwerter, neue Waffen. Ich möchte auch zwei neue Einhandschwerter haben, die mehr Damage machen. Macht sich ein bisschen besser gegen die ganzen Mobs, die noch kommen werden. Wobei es bis jetzt eigentlich immer die gleichen sind, außer auf der Höllenkarte. Die haben ein paar Partikel drum, sind ein bisschen... Ja, haben ein anderes Aussehen und ja, okay. Da hinten kullert ein... Ja, Schneeball. Cool. Wo wird denn der gelagert? Was ist... Achso, das ist irgendwas mit der Lanze. Bei Materialien. Okay. Kann ich dich größer machen? Lol, Tatsache. Boah, halt die Klappe, Fuchs, du nervst. Na, groß genug ist er noch nicht, dass ich da... Ja, kann ich eh drücken. Cool. Das ist ja fetzig. So, das müsste Kristall sein. Ja. Nehmen wir natürlich gleich mal mit. Okay. Was ist das? Kommt hier irgendwas raus? Eis! Oh, cool! Okay, da gibt's Pinguine! Leck mich am Arsch! Der hat ja Power dahinter!
Ich würde sagen, ich renn erstmal außen rum. Okay, Snowmint, Schneemünze, ja. Aber was ist da? Gibt's da auch? Da gibt's auch nur Eis raus. Okay. Ja, wie gesagt, ich renne erstmal außen rum, gucken, wie die Map aussieht. Mach auf jeden Fall diese Kisten kaputt, denn ich brauche unten für dieses spezielle Essen aus nur 150 Leben und... Was gibt mir das noch? 80 Hungerkeulen. Brauche ich natürlich gewisse Ressourcen und eine davon habe ich nicht mehr. Auf jeden Fall Palladium gibt's. Boah, Fuchs, du nervst. Palladium gibt's hier, das ist gut. Das da hinten, keine Ahnung, das sieht aus wie Obsidian. Das können wir ja noch nicht abbauen. Aber hier gibt's sehr viele Kisten zu looten, warum das? Warum gibt's hier mehr als auf den anderen Maps? Hier mal wieder Diamant. Sowas farm ich. Wieso ist der im Wasser? Egal, ich hinterfrag's einfach mal nicht. Auf jeden Fall gibt's hier ja wieder gut Ressourcen. Gucken, ob ich da hinkomme. Ich glaube, das hier ist ein Bug im Spiel. Der sollte nicht im Wasser sein. Und es wird Nacht. Nice. Oh Gott, jetzt kann ich mich gleich wieder auf die Kreaturen der Nacht freuen. Ah, okay. Ich krieg durch meine verteilten Skillpunkte auf jeden Fall irgendeinen Bonus. Sieht man unten in der Hotbar über dem Schwert. Ich weiß aber nicht ganz, was das zu bedeuten hat. Ja, wird mir gerade auch nicht so wirklich angezeigt. Aber ist ja auch erstmal Nebensache. Also kämpfen gegen euch möchte ich noch nicht, um ehrlich zu sein. Ihr seid doch ein bisschen zu heavy. Und ich möchte erstmal unten am Ufer lang rennen, wenn es geht. So, da ist wieder das Portal. Dann rennen wir jetzt auf dieser Seite lang, wo sich der Turm wieder neu, ja, entwickelt hat. Aber nice, nice. Pflanzen, also diese Minze hier, die nehme ich natürlich gleich mal mit. Mal schauen, was man daraus für Tränke brauen kann, wenn man die in der Stage überhaupt schon brauen kann. Haha, ausgetrickst. Aber nice, da ist wieder Diamanterz. Das brauchen wir irgendwann mal wieder. Keine Ahnung, was das da hinten ist. Irgendein Grafikfehler von der Map her. Aber ich habe tatsächlich noch keine Kiste gefunden. Das ist ein bisschen schade. Also werden hier die Kisten auch wieder im Landesinneren sein. Ja gut. Die ist ja auch nicht gerade klein, die Map. Verstehe ich. Aber ich frage mich, was man aus dieser Schneemünze machen kann. Und was mir aufgefallen ist, es ist noch kein einziger... Hier, wie heißen die? Ork, Ogre, Goblin. Goblin, genau. Erschienen. Das ist auch ein bisschen seltsam. Oh,
Oh nee, lass mich doch in Ruhe. Nein. Das ist zugefroren. LOL, bin ich hier schnell. Holy shit. Ey, nö, lass mich in Ruhe. Ich will nicht kämpfen. Da hinten ist so ein Goblin-Nest. Das werden wir uns gleich mal anlunzen gehen. Ja, gut. Au, au, au. Und die erste Kiste auf der Map. Es gibt ein Breitschwert Stufe 3 und... Da ist eine blaue Kiste drin. Ich glaube, das müssen wir dann kaputt machen, um da ranzukommen. Da oben scheint keine zu sein, aber hier ist gleich wieder so ein richtiges Nest. Na, komm auf. Oh Gott, ich lebe hier gefährlich. Da hinten ist noch eine Kiste. Eine blaue. Nice. Zwei Schwerter Gladius und Machete Stufe 3. So, hier oben dürfte nichts drauf sein. Also zumindest habe ich nichts gesehen beim Vorbeilaufen. Ne, da ist nix. Ja gut, da versuchen wir mal das hier jetzt kaputt zu hauen. Da ist eine Kiste drin, die will ich haben. Los, geh kaputt, aber zackig. Hopp, hopp. Mal gucken, was schneller kaputt geht. Das ist der Eisblock oder meine Picke. Okay, da gab es jetzt mal Eis raus. Ran komme ich leider nicht, das ist schade. Ne, das ist mir gerade ein bisschen zu blöde. Deswegen, ja, wir lassen die Kiste mal. Vielleicht geht es mit einer besseren Picke oder mit irgendwas, was Feuer macht. Ja, wir haben da noch was vor uns. Da oben haben wir schon Dungeon teilweise aufgedeckt. Da kullert wieder ein Schneeball. Was haben wir hier? Sword of Dark Knight 3 und ein Cutlass 3. Okay. Ja gut, hier kommen wir jetzt ins Landesinnere. Hier ist so eine kleine Bucht. Aber die Map sieht richtig geil aus. Also Props an die Entwickler. Die haben sich hier echt was einfallen lassen. Da ist noch eine Kiste. Da hinten ist auch noch eine. Und Pflanzen. Eine Diamantpicke. Ernsthaft? Boah, die wird auf jeden Fall nicht verkauft. Mit der kann ich doch bestimmt schon das andere abbauen. Ich gucke mir die gleich nochmal an. Die hat 9 Sterne, Tatsache. Lol, ich kann die sogar verwenden. Das ist ja mal noch besser. So muss es sein. Das Glück muss auch mal mit mir sein. Jetzt würde ich hier gerne hoch. Ich will wissen, ob hier was oben drauf ist.
So, ich muss ganz kurz so ein Essen essen, damit ich auch mehr Stamina habe. Komm, hier muss doch irgendwas Geiles oben drauf sein. Am besten ein Schwert mit 1000 Attack Damage. Dann würde ich in der nächsten Folge sofort den Drachen angreifen. Okay. Hier oben ist nichts, außer dass ich Schaden bekomme. Ja, okay. Da hinten bei überm Fadenkreuz ist die eine Kiste, die wir vorhin gesehen haben. Die gönnen wir uns jetzt gleich. Alter, und da oben geht's einfach weiter. Holy shit. Eis. Oh, sogar zwei Kisten. Also kann ich hier außenrum langrennen, ohne Damage zu kriegen? Obwohl ich normalerweise Frost. Alles klar. Frostschaden kriegen müsste. Death 2, Rise Rate 10, Death bla bla bla, Max Life, Max Stamina, Max Movement Speed, Physical Damage, Price Rate. Nee, ich bleib erst mal bei der tatsächlich. Was wollte ich jetzt sagen? Hier kann ich außenrum langrennen, ohne Frostschaden zu kriegen. Bei der Höheninsel kann ich nicht außenrum rumlaufen. Da kriege ich sofort Hitze-Damage. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber okay. Da rollt ein Fass da hinten, ne? Ein Explosionsfass. Was haben die Goblins gemacht, bitteschön? Hier ist wieder so ein Goblin-Nest. Und da ist es gerade explodiert. Lasst mich, ich will nur eure Kiste. Autsch, da ist wieder so eine Sichel. Ah, lass mich. Lass mich. Ich hab sie. Ich hab die Sichel. Und das so ein Erz, jetzt will ich die Dia-Picke ausprobieren. Was ist das für ein Erz? Ich denke ja, Obsidian, sage ich ja. Geil. Ich muss meine Erzkisten auf jeden Fall erweitern. Da wird ja noch einiges auf mich zukommen. Holy shit. Ich dachte, Craftopia endet mit Folge 50, aber ne. Das wird noch weitergehen. Zumal es vor kurzem auch erst ein Update gab. Oder zumindest zwei von je 400 MB. Ich weiß aber nicht, was da drin enthalten war. Ich habe mir den Spaß zwar durchgelesen, aber ja. Ihr wisst ja, ich und Englisch, never. Vorher gehe ich ins Kloster und lebe in Abstinenz, als dass ich Englisch beherrsche. Und da ist die nächste Kiste. Da kommt ein Pinguin. Pfui. Zwei Kisten wieder. Nice. Schon wieder ein Sagittarius-Bogen. Holy shit. Die sind ja aggressiv. Lass mich in Ruhe. Das ist ein normales Dungeon. Ja. Aber auf dieser Map in die Dungeons werde ich... Alter, willst du mich verarschen? Alter, was ist bloß mit dir, Bär? Bist du Speed? Alter, geh mal! Nein! Lass mich! Ich will zur Kiste! Och nee, nicht schon wieder so ein Ding. Ja, genau. Hier ist ein Tower, da ist irgendwo auch so ein Goblin-Haus, so ein Totenkopf. Da ist wieder Obsidian, das werden wir aber mal nicht abfarmen.
Was zum... Warte mal, du willst wieder Holz, das weiß ich. Da kriege ich wieder eine Slate. Aber was zum... Hier laufen ja noch mehr rum. Hier, du kannst alles haben. Bitteschön, danke. Was verkaufst denn du? Alter, ein Level 25er. Oh, die würde ich gerne kaufen. Die würde ich gerne kaufen. Scheiß drauf. Und den Level 11er kaufen wir auch noch. In der Hoffnung, dass ich da die Chili Peppers rauskriege. Okay. Oh. Nice. Ja. Das war voller Absicht. Ich wusste das nicht. Aber... Ja, ich habe wieder Kochressourcen. Da pömeln hier einfach Villager rum. Lol. Na, die eine Kiste dort lasse ich den. Wer weiß, was da drin ist. Interessant. Und wir sind fast rum um die Map. Ja, bis zum Folgenende haben wir die Map auch geschafft. Also zumindest außen rum zu erkunden, ne? Gibt's hier hinten noch eine Kiste? Sieht mir nicht danach aus. Nein. Dann, ja. Ja, ich warte jetzt nur, ob das hier ein Eisdrache auftaucht, der mich dann killt. Das kann ja halt gut möglich sein. In Craftopia ist mittlerweile alles möglich. Wo? Da bin ich, da ist das Portal. Okay, wir laufen den Weg hier lang. In der Hoffnung, wir finden noch irgendwas Interessantes. Aber die Map ist einfach geil. Aber diese Füchse nicht. Die sind eindeutig nervtötend. Hier gibt's auch nichts. Schade. Da ist wieder der Eisbär. Geh jetzt nochmal da hoch. Ja, Autosave. Das ist ja nichts Neues mehr. Na, hier oben sieht's mir nicht danach aus, als ob ich jetzt auf die Schnelle noch was finde. Ja gut, dann werde ich jetzt zurück traveln und sammle vorher noch hier unten die Pflanzen ein. Ja, werde ich jetzt zurück traveln und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.